Svetlana Boginskaya ist Olympiasiegerin von Seoul im Pferdsprung. Und an diesen Erfolg eine kleine Erinnerung. Perfekt, dieser Sprung, den sie gezeigt hat in der Gymnastics Hall im Finale. Gold für Svetlana Boginskaya, die 15-jährige Turnerin aus Minsk. Und auch gestern zeigte sie beim Mehrkampf einen perfekten Sprung und bekam eine 10. Heute muss sie in diesem Finale zwei verschiedene Sprünge zeigen. Beide werden gewertet und das Mittel daraus ergibt dann die Endnote. Erster Versuch, erster Sprung also für die Olympiasiegerin im Pferdsprung für Svetlana Boginskaya aus Minsk. Dieser Jurtschenko-Sprung, gehockt. In der Zeitlupe werde ich Ihnen die Einzelheiten noch mal erklären. Also hier Radwende oder auch Rondat genannt auf das Sprungbrett, dann Flickflack und ein Salto rückwärts, gehockt mit ganzer Drehung und das Ganze noch einmal aus anderer Perspektive. Genießen Sie es einfach. Ja, Weihnachten steht vor der Tür, unverkennbar. Ich habe auch einen kleinen Schokoladen-Nikolaus von ihm bekommen. Sie muss jetzt natürlich auf die Note ihres ersten Sprunges warten. Denn wenn das Kampfgericht nicht bereit ist, weil es noch wertet, dann kann sie auch nicht springen. Es scheint soweit zu sein. Vielleicht bekommen wir dann nur die Endnote. Zweiter Sprung gestreckt. Ja, nicht ganz so perfekt wie in Seoul. Nicht ganz so perfekt wie gestern im Mehrkampf, aber doch eine 9,95 mindestens. Schauen Sie, wie sie hoch hinausfliegt. Und da muss sie einen leichten Hüpfer nach hinten tun, der ihr möglicherweise diese 0,05 Punkte gekostet hat. Die Wertung für den ersten Sprung ist da, 9,925. Für den ersten Sprung, wohlgemerkt. Wir müssen dann warten, vor allen Dingen ein sicherer Stand. Und Silvio Gold erhielt an den Ringen die Note 9,8. Pferdsprung, Bärbel Wilgos aus der DDR, Endnote 9,838 und nun Daniela Silivasch. Der Pferdsprung war die einzige Disziplin bei den Olympischen Spielen, wo sie kein Gold gewann. Sicherer Sprung. In der zweiten Version wird sie wahrscheinlich diesen Sprung in gestreckter Form zeigen. Schauen wir uns aber dieses nochmal an. Ein bisschen geöffnete Beine, leichter Abzug in jedem Fall. Die jungen Damen bevorzugen fast alle diesen Sprung mit dem Ronda der Radwende auf das Sprungbrett, der zum ersten Mal von Natalia Jurtschenko aus der Sowjetunion gezeigt wurde und dann auch nach ihr benannt ist. Das gibt es ja immer wieder im Kunstturn, denn die offizielle turnfachliche Bezeichnung wäre einfach viel zu lange. So gibt es einen
Gingersalto, einen Jägersalto, einen Tsukahara und vielleicht gibt es irgendwann auch noch mal einen Siliwasch, wer weiß. Drei Goldmedaillen hat sie gewonnen in Sau. Diesmal gestreckte Version, jawohl. Also nach wie vor führt natürlich beim Pferdsprung Svetlana Baginskaya, die auch kaum zu übertreffen sein wird, wohl auch nicht von Daniela Silivasch. Vorbereitet werden. Kotschikuschkin, der Olympiasieger von 84, der im Augenblick in Tübingen studiert und dann wieder zurückgeht nach Japan. Bevor Esther Ovary aus Ungarn springt, die Endnote für Daniela Silivasch. Die Endnote für Daniela Silivasch 9,888 im Augenblick auf Rang 2. Esther Ovary aus Ungarn, auch mit diesem Jurtschenko-Sprung gehockt mit ganzer Drehung. Auch Esther Ovary war bei den Olympischen Spielen in Seoul am Start, 19. im Mehrkampf, also durchaus zur erweiterten Weltklasse zu zählen. Sie ist 16 Jahre. Der zweite Sprung muss sich also, um das noch einmal zu sagen, vom ersten unterscheiden. Dies ist so im Gerätefinal. Gestreckte Version mit leichten Haltungsfehlern. Und ein Klaps vom Trainer. Kann heute nicht starten. Er ist krank, hat eine Grippe. Der Sieger des Mehrkampfs vom Freitag, der Olympiasieger am Reck, später mehr dazu. Aurelia Dobre aus Rumänien. Erster Sprung, leichter Standfehler. Aurelia Dobre aus Rumänien ist Weltmeisterin im Mehrkampf. Vergangenen Jahr in Rotterdam siegte sie völlig überraschend. Erster Sprung, dieser Jurtschenko gestreckt, also ohne zusätzliche Drehung um die Längsachse. Ja, sie siegte völlig überraschend im Oktober 87 vor Shushunova und Silivasch. Hatte dann im Frühjahr dieses Jahres eine schwere Knieverletzung, kam nur schwer in Schwung und fiel in Seoul bei den Olympischen Spielen ein bisschen zurück. Platz 6 im Mehrkampf, keine Einzelmedaille. Zwischendurch die Wertung, die Endnote für Esther Ovary, 9,757. Im Augenblick hat sich dort nicht sehr viel geändert natürlich. Baginskaya führt vor Silivasch. Zweiter Versuch für Aurelia Dobre, jetzt mit einer zusätzlichen Drehung nehme ich an. Jawohl, und wieder ein Standfehler. Mal sehen, wie ihre Entwicklung weitergehen wird, ob sie nächstes Jahr hier im Oktober wieder ihre volle Leistungskraft hat. 16 ist sie jetzt, also da ist schon noch einiges möglich. Obwohl sie natürlich nie und nimmer Weltmeisterin geworden wäre, wenn Daniela Silivasch in Rotterdam nicht dieser Natalia Laschenova aus der Sowjetunion, aus Riga, 15 Jahre jung, Mitglied der Goldriege der Sowjetunion in Seoul. Erster Sprung, auch sie, Jurtschenko gestreckt mit einigen Schritten nach hinten. Dazwischen die Wertung, die Endnote für Aurelia Dobre 9,744. Damit kann sie natürlich in die Entscheidung nicht eingreifen. Natalia Laschenova, schauen Sie hier noch einmal,
Flug war okay, aber dann? Einmal, zweimal, dreimal? Sie hat in Seoul ein ausgezeichnetes Ergebnis für sie selbst erzielt, indem sie im Mehrkampf auf dem 5. Platz landete bei ihrem ersten großen internationalen Wettkampf. Also mitten hinein in die absolute Weltspitze, mitten hinein in die Shushunovas und Silivas und wie sie alle heißen. Ja, der war schon wesentlich besser. Also die zweite Note höher als die erste. Aber auch sie wird den Sieg von Svetlana Boginskaya beim Pferdsprung nicht mehr in Frage stellen können. Schöner Flug, schöne Drehung, leichter Hüpfer nach hinten. Natalia Laschenova aus Riga in der Sowjetunion. 7-8-2 und da haben wir es auf einen Blick. Also die Olympiasiegerin im Pferdsprung war nicht mehr zu gefährden. Svetlana Boginskaya. Da haben wir sie wieder im Bild, den großen Star des gestrigen Mehrkampfes, aber natürlich nicht nur des Mehrkampfs beim DTB-Pokal in Stuttgart, sondern den großen Star der Olympischen Spiele von Seoul, wo sie dreimal Gold gewann, unter anderem auch am Stufenbach. ...15.000 begeisterte Zuschauer in der Gymnastics Hall in Seoul feierten diese junge Dame, Daniela Silivas, mit perfekten Leistungen. Ja, zweimal noch stand sie dann nach dem Stufenbahn auf dem höchsten Treppchen. Ob ihr das auch heute hier beim DTB-Pokal gelingt, ist nach diesen Erfolgen eigentlich relativ unerheblich. Aber sie wird natürlich schon ihr Bestes geben wollen. Sie hat einen Ruf zu verlieren. Ganz anders steht es um die Kleine, die neben ihr steht, um Carole Michelet. Sie hat noch gar nichts zu verlieren, sie kann nur gewinnen. Wir werden sie übrigens dann als Erste sehen am Stufenbahn. Sie hat mir persönlich sehr gut gefallen in ihrer frischen, unbekümmerten Art, aber mit 14 geht das noch. Wer weiß, was sein wird in 2-3 Jahren, ob sie dann noch so klein und zierlich ist, ob sie noch Lust zum Turnen hat. Trainiert wird sie übrigens von einem chinesischen Trainer. Die Männer dann verschwanden dann ziemlich schnell. Er wollte rüber, 200 Meter weiter, spielte der VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Das gibt's nicht alle Tage live mitzuerleben. Und jetzt geht's los mit Carole Michelet, über die ich Ihnen schon zwei Sätzchen erzählt habe. Mit 1,35 Meter Körpergröße und 30 Kilo Gewicht, die kleinste hier. Beginnt gut, hinten steht der chinesische Trainer, um sie zu schützen vor einem eventuellen Sturz nach dieser Katschow-Grätsche. Ja, tolles Programm, das sie hat am Stufenbahn. Jetzt steigt sie ab. Schade, jetzt habe ich es verschrien. Gestern war es so schön. Aber natürlich fehlt ihr noch die Wettkampfstabilität. Ist ja auch ein Wunder. Mit 14. Zum ersten Mal wahrscheinlich in einer solchen Umgebung. 7000 Zuschauer, eine große Halle. Sieht aus wie bei Weltmeisterschaften. Und da macht sie noch eine Doppelschraube als Abgang. Ja, zwei Patzer hatte sie auch gestern drin, wurde nur vorletzte im Mehrkampf, hatte so zwei, drei kleine Tränchen in den Augen, aber das ist verständlich. Hier beim Umgreifen, bei der halben Drehung ist es passiert. Das ist verständlich, denn ohne kindlichen Ehrgeiz geht das Ganze natürlich nicht. Ja. Erste Wertung am Stufenbahn, Carole Michelet nach ihrem Sturz, der 0,5 Punkte Abzug bringt, 9,1889. Sie kennen sie, Svetlana
Loginskaya. Ganze Drehung im Handstand. Und noch eine. Tkatschow. Aus dem Rektorn der Männer abgeschaut. Aufsohlen mit einem Fuß, noch ein Umschwung und jetzt Doppelsalto. Wenn sie die Beine nicht geöffnet hätte beim Doppelsalto, hätte ich gesagt, es ist eine 10. So wird es vielleicht nur eine 9,9, 9,95. Mal schauen. Hier die äußerst schwierige Drehung. Schauen Sie das an. Und das gleich zweimal. Wie schnell hat man da daneben gegriffen? Und hier im Anschluss die Tkatschow-Grätsche und sofort halbe Drehung zum Weiterton. Ah, ein schwieriges Programm und perfekt vorgetragen. Für mich ist Svetlana Boginskaya, deren Abgang wir dann noch einmal sehen, für mich ist sie die eigentliche Nummer 1 inzwischen in der Sowjetunion, zumal davon auszugehen ist, dass Jelena Shishunova, die Olympiasiegerin im Mehrkampf, wohl zurücktreten wird mit ihren 19 Jahren. Wechsel im Turnausgang natürlich schon längst bemerkt. So, zurück zum Stufenbahn. Daniela Silivas, ihre Goldübung haben wir Ihnen gezeigt. Klappt es heute auch? Sie muss schon einiges drauflegen, um Svetlana Boginskaya zu schlagen oder zumindest gleichzuziehen mit ihr. Das wird knapp. Stalterumschwung, halbe Drehung. Endo-Umschwung, halbe Drehung. Und ein Flugteil. Ja. Salto mit halber Drehung gegrätscht. Alles drin. Alles drin. Höchste Schwierigkeiten. Jetzt muss ich nur noch den Abgang stehen. Nach diesem zweiten Flugteil. Katschow-Grätsche. Ja, auch hier. Leicht geöffnete Beine, leichte Unsauberkeit und ein leichter Hüpfer. Also jetzt mache ich mal eine Vorhersage. Auch das gibt 9,950 und man stellt die Svetlana und die Daniela gemeinsam auf den ersten Platz. Ob so kommt, weiß ich natürlich. Endo-Umschwung, auch vom Rektor der Männer abgeschaut. Man sagt ja zum Stufenbahn der Frauen manchmal auch schon Doppelreck. Und schauen Sie hier, besonders schwierig. Diese halbe Drehung und der Grätschsalto und der Abgang aus der Riesenfelge, Unterschwung, halbe Drehung, Salto rückwärts. Ja, das war der einzige Moment, wo die Damenkampfrichterinnen eingreifen könnten, um einen Abzug vorzunehmen. Zurück zum Stufenbahn. Daniela Silivas, nicht 9,950, wie von mir vermutet, 9,938, also ganz knapp dahinter auf Rang 2. Und nun, nächste, Natalia Laschenova. Auch sie kann natürlich noch da eingreifen, obwohl die Übung von Svetlana Boginskaya muss erst einmal übertroffen werden. Kein Sieg also für die Olympiasiegerin Daniela Silivas. Auch keine Überraschung, denn Svetlana Boginskaya ist schon absolute Spitze. Nicht ganz heranreichen kann da die Übung von Natalia Laschenova, der jungen 15-Jährigen aus Riga. Die Riesenfelge und der Doppelsalto. Also diese Übung entbehrt das gewisse Etwas. Da werden Sie mir zustimmen. Inzwischen gibt es einige Wertungen. Letzte Wertung Stufenbären, Natalia Laschenova, 9,838, im Augenblick Rang 3 hinter Boginskaya und Silivas. Nächste, Antje Wilkenloh, 15 Jahre jung aus Rostock in der DDR, die Überraschungsdritte des Mehrkampfs
von gestern Nachmittag. Hinter Silivas und Baginskaya. Jägersalto. Riesenfelge, Fernsehdrehung. Sie muss natürlich bei der Riesenfelge die Beine grätschen, das ist klar. Um zwischen den Holmen durchzukommen. Ich kenne nur wenige Turnerinnen der Welt, die das nicht wissen, aber die sind dann so um die 1,30 und die kann man dann wirklich als Turnzwerge bezeichnen. Ihre Übung war zu Ende, lassen Sie sich nicht verwirren. Das gibt es auch selten, dass eine Turnerin sofort nach der Übung die Holmen säubert für eine andere. Die wichtigsten, schwierigsten Teile noch einmal in der Zeitlupe. Antje Wildenloh, und hier ist ihre Kameradin und Freundin aus Rostock, Bärbel Wilgos, ebenfalls 15 Jahre, die als Nächste ans Gerät muss. Und deswegen hat Antje oben den Holmen ein bisschen von Magnesia gesäubert, von zu viel Magnesia. Wertung für Antje Wilkenloh 9,875. Vorne immer noch Boginskaya vor Silivas und nun Bärbel Wilgos. Wie gesagt, ebenfalls neu zum ersten Mal beim internationalen DTB-Pokal, einem großen internationalen Ereignis wie Antje Wilkenloh. 15 Jahre aus Rostock. Sie war gestern nicht ganz so stark wie ihre Freundin, aber eine saubere Leistung am Stufenbahn, keine Frage. Auch die DDR, der Turnverband der DDR ist ja gezwungen, hier noch einmal der Abgang, die Doppelschraube. Auch der Turnverband der DDR ist ja gezwungen, eine neue Frauenmannschaft aufzubauen aus der DDR-Riege, die in Seoul etwas glücklich, aber immerhin die Bronzemedaille gewann. Gibt es mindestens 4 Turnerinnen, von denen mir bekannt ist, dass die zweite, Daniela Silivas, und dritte, mit ihrer hervorragenden Übung, Bärbel Wilgos, Klossen. Und wieder gibt's eine Reminiszenz an die Olympischen Spiele in Seoul, an das zweite Gold für Daniela Silivas, die dreifache Olympiasiegerin von Seoul, dieses Mal am Schwebebalken. Am meisten verblüfft bei Daniela Silivas auf diesem 10 cm breiten Balken ihre absolute Sicherheit und Perfektion. Und nur einmal ließ sie die vermissen, nicht bei den Olympischen Spielen, sondern bei den Weltmeisterschaften 87 in Rotterdam. Und da verlor sie an diesem Gerät durch einen winzigen Fehler die Weltmeisterschaft im Mehrkampf. Damals siegte Aurelia Dobre, ihre junge Freundin, 2 Jahre jünger als sie, vor Jelena Schuschenova. Aber sie wurde ja entschädigt in Seoul durch 3 Goldmedaillen, auch wenn sie im Mehrkampf wieder Jelena Schuschenova unterlegen war. Achtzehn ist sie jetzt. Ich kenne sie etwa seit 5 Jahren, denn schon mit 13 trat sie zum ersten Mal international in Erscheinung. Da war sie noch einen Kopf kleiner. Natürlich auch ein bisschen leichter. Aber schon 85 bei den Weltmeisterschaften in Montreal sorgte sie für Furore, als sie ihrer damaligen großen Rivalin aus dem eigenen Lager, Ekaterina Szabo, Gold am Schwebebalken wegnahm, wenn Sie so wollen. Daniela Silivas gehört sicherlich in die Reihe der großen rumänischen Kunstturnerinnen, vor ihr Ekaterina Szabo und davor der Beginn der rumänischen Tradition mit Weltruhm im Kunstturnen. Dafür steht ein Name, Sie alle kennen ihn, Nadia Comăneci.
Ob Aurelia Dobre, die 2 Jahre jünger ist, wie gesagt, 2 Jahre jünger als Daniela Silivas, sich eines Tages wird in diese Ruhmesgalerie des internationalen Frauenkunstturns eintragen können. Das bleibt abzuwarten, denn eine Weltmeisterschaft, das reicht noch nicht. Eigentlich hat sie ja 3 Titel gewonnen im vergangenen Jahr. Auch den am Schwebeball, im Mehrkampf und, was man fast vergessen hätte, das rumänische Team besiegte in einem atemberaubenden Kampf die siegesgewohnte Mannschaft der Sowjetunion. Bei den Olympischen Spielen hat das nicht geklappt. Achtung jetzt wieder, Konzentration, eine schnelle Bahn, sehr viel Gefahr dabei, ja. Sie konnte den Sturz vermeiden, aber ein Abzug ist unvermeidlich. 3/10 etwa. Bei Sturz 0,5, also 5/10 Abzug. Ja, mehr als eine 9,6 kann es dann wohl nicht werden nach diesem heftigen Wackler, den wir hier nochmal sehen. Schauen Sie nach diesem schwierigen Spreizsalto. Also die meisten anderen wären da abgegangen. Dieses Ding ist nur 10 cm breit. Ich wiederhole das gerne noch einmal. Aurelia Dobre. Jung genug, um das irgendwann mal nachzuholen. Erste Wertung ist da für Aurelia Dobre. Etwas mehr, als ich angenommen hatte. 9,729. Und nun Svetlana Boginskaya. Ist sie die neue Nummer 1 des sowjetischen Kunstturns? Wahrscheinlich ja. Und dann, für wie lange die schärfste Konkurrentin von Daniela Silivas? Sie ist 3 Jahre jünger. Im Frauenturm, Mädchenturm, wie sie wollen, ändert sich alles sehr schnell. Mehr als 3 Jahre ist keine an der Spitze. Die Zeiten einer Vera Czeslowska, die sind längst vorbei. Mit 20 ist man uralt in dieser Sportart. Die viele Kritiker hat, sicherlich. Erst gestern habe ich einen bekannten Filmregisseur, Werner Herzog, in einer Sendung darüber reden hören. Er sprach von Turmzwergen, von Krüppeln. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er sich damit beschäftigt. Vielleicht auch nicht. Im Übrigen ging es in dieser Sendung um Bergsteigen. Klar, wenn man das eine verteidigen muss, muss man das andere angreifen. Aber lassen wir das. Aus Baku am Kaspischen Meer. Wertung für Svetlana Boginskaya am Schwebebalken 9,813, damit liegt sie in Führung. Und nun Esther Ovary aus Ungarn.
Der Schwebebalken ist natürlich schon ein verflixtes Gerät. Die meisten Übungsteile, die dort von den Turnerinnen gezeigt werden, sind in Wirklichkeit sehr, sehr viel schwerer, als das aussieht. Und natürlich sind akrobatische Elemente und Flugphasen in der Vorwärts-, Seitwärts- und Rückwärtsbewegung verlangt. Und natürlich tut sich jeder junge Mensch, der größer gewachsen und schwerer ist als die meisten Turnerinnen, die Sie und ich normalerweise auf diesem Gerät sehen, tut sich natürlich schwer und kann das überhaupt nicht, diese Sportart betreiben. Ob sie auch eine Turnerin ist? Zumindest hat sie Interesse daran. Hier noch einmal. Eine dieser Folgen von schwierigen Sprüngen. Und hier noch einmal die beiden Flickflacks und der Doppelsalto mit, Sie haben es gesehen, einem Standfehler. Esther Ovary aus Ungarn. Silber. Zurück zu den jungen Damen, zu Luo Feng aus China, die uns sehr gut gefallen hat gestern Nachmittag. Aber schnell noch die Wertung von Esther Ovary, 9,744. Luo Feng gehört sicherlich zur Weltklasse. Sie war in Seoul nicht am Start wegen einer Knieverletzung. Die chinesischen Turnerinnen sind im Gegensatz zu den Männern im Kommen. Die Männer, wenn Sie so wollen, die Turner sind im Augenblick ein bisschen zurückgefallen. Ah, schwieriger Sprung mit halber Drehung in den Grätsch-Sitz. Sicher wird es einigen natürlich nicht gefallen, denn natürlich ist das alles, wenn man das tausendfach üben muss, nicht gerade gesund in Anführungszeichen. Darüber brauchen wir uns nicht zu streiten. Konzentration, Akrobatik, Radwende, Doppelfrau. Ja, ja. Luo Feng aus China. Ja, jetzt wird's oben eng. Also, es führt Boginska ja. 9,813. Ja, das wird eng. Schauen Sie nochmal hier, dieser äußerst schwierige Übungsteil für Luo Feng. Und die Beifallsstürme wollen gar nicht aufhören. Ah, das war schon eine tolle Leistung. Schade, dass sie in Seoul nicht starten konnte. Wenn sie so weitermacht, wird man sicher noch einiges von ihr hören in der Zukunft. Luo Feng. Natürlich eine hohe Wertung für Luo Feng, wie vermutet, 9,938. Da muss sich die Olympiasiegerin jetzt schon ganz schön ranhalten. Am Stufenbahn geschlagen von Svetlana Boginskaya, jetzt vielleicht sogar von einer Chinesin. Also, Daniela. Meisterin. Aber ich will es nicht verschreien.
absolute Sicherheit auf dem Gerät, keine Frage. Abgang, ein bisschen ein Problem, aber natürlich waren alle Akrobatikbahnen oben hundertprozentig sicher. Das, was wir auch in der Zeitlupe gesehen haben. Daniela Silivas muss jetzt natürlich warten, bis die Kampfrichterinnen entschieden haben. Aber für den Abgang, schauen Sie, jetzt, da wird sie doch einen leichten Abzug erhalten müssen. Keine Frage. Und ich schaue und führe damit den Wettbewerb an. Und die Einzige, die da noch drüber kommen könnte, wäre Antje Wilkenloh, die 15-Jährige aus der DDR. Ich sage aber gleich mal, dass ihr das nicht gelingen wird. Schwieriger Beginn. Salto vorwärts. Auf den nur 10 cm breiten Balken. Sie hatte uns überrascht gestern, das gebe ich gerne zu, als sie auf Platz 3 kam im Mehrkampf hinter Daniela Silivas und Svetlana Baginskaya, begünstigt durch einige Fehler anderer Turnerinnen, das ist immer so. Stürze gab es von Natalia Laschenova und Aurelia Dobre an Stufenbahnen und Schwebebalken, aber drauf zu bleiben auf dem Gerät, das muss man eben, wenn man gewinnen will. Ja, saubere Leistung, keine Frage. Von Antje Wilkenloh, 15 Jahre aus Rostock. Aber es war natürlich keine 9,950 oder gar mehr. Also, vielleicht kann sie noch gleichziehen mit Luofeng glaube ich auch nicht, aber so um Rang 3 wird es für sie schon reichen. Wir sehen hier nochmal den Schluss ihrer Übung mit diesem herrlichen Schraubensalto. Antje Wilkenloh aus der DDR. Also, das war ja klar, Daniela Silivas, die Olympiasiegerin mit ihrem ersten Finalsieg heute. Zweite, die Chinesin Luofeng. Dritte, Baginskaya. Der letzte Durchgang steht nun an. Und zwar soll dies natürlich auch der Höhepunkt des 6. internationalen DTB-Pokals werden. Bodenturnen bei den Frauen und Reckturnen bei den Männern. Und wenn wir sie im Bild haben, dann wissen sie schon, was kommt. Erinnerungen an die dritte Goldmedaille von Daniela Silivas bei den Olympischen Spielen vor 2 Monaten in Seoul.
Ein Feuerwerk, das sie den 15.000 hauptsächlich Koreanern und natürlich Millionen von Menschen auf den Fernsehschirmen damals präsentierte, Daniela Silivasch. Ob es heute noch einmal so schwungvoll sein kann? Naja, wir werden sehen. Abbruch tun wird, denn die anderen sechs Teilnehmer am Reck sind gut genug für sechs Leckerbissen, genauso wie wir auf sechs Leckerbissen beim Bodenturnen der Frauen hoffen. Das beginnt mit Antje Wilkenloh, der 15-Jährigen aus der DDR. Also den Namen dieser jungen Turnerin aus Rostock mit dem Pferdeschwanz wird man sich merken müssen. Ich nehme an, sie wird im nächsten Jahr hier bei den Weltmeisterschaften dabei sein. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass es Rücktritte gibt im Team der DDR, das die Bronzemedaille gewann in Seoul. Doppelsalto, gehockt. Muss ich etwas korrigieren? Und die Schlussbahn? Dreifachschraube. Eigentlich waren es nur zwei, drei Viertel, da muss ich noch ein bisschen korrigieren. Antje Wilkenloh aus Rostock. Erste Wertung Boden ist da, Antje Wilkenloh 9,800 und nun Natalia Lastchenova aus der Sowjetunion, aus dem Goldteam, dem sowjetischen von Seoul, mit ihrer Übung am Boden. Natalia Lastchenova. Ich weiß, dass die Kombination zwischen akrobatischen Teilen
wie diesen Sprungbahnen und diesen mehr tänzerischen oder gymnastischen Verbindungen mit Posen manchmal draußen auf Kritik stößt. Also die Kinder hier, die jungen Turnerinnen, haben das ja nicht selbst erfunden meistens. Die Choreografie stammt von Fachleuten. Fachleute, wie es in jeder Sportart gibt. Manchmal ist es wirklich nicht der eine hohe Wertung für Natalia Lascenova am Boden, 9,9, im Augenblick in Führung und nun die Olympiasiegerin. Sie haben ihre Übung gesehen, Daniela Silibasch. Sieg gestern im Mehrkampf zum dritten Mal hier beim DTB-Pokal. Kein Sieg am Stufenbahn, kein Sieg beim Pferdsprung, aber am Schwebebalken. Jetzt noch einmal ein Sieg am Boden. Auf Wiedersehen, Daniela Silibasch, bis zu den Weltmeisterschaften im Oktober. Doppelschraube, Salto vorwärts. Diese Übung war eine Einheit, keine Frage. Sie entspricht auch in ihren gymnastischen, tänzerischen Teilen der 18-jährigen Daniela Silibasch. Die sich vom kleinen Mäuschen zur jungen Frau entwickelt hat im Laufe der Jahre, ist das natürlich eine zwangsläufige Entwicklung. Ich meine das jetzt auch in Bezug als Turnerin. Ist das die 10? Ja, natürlich. Die 10 für Daniela Silibasch. Es kommen noch drei nach ihr. Und vor allen Dingen Svetlana Baginska, ja, ist noch zu beachten. Fritz Hollup, der hier zum engsten Mitarbeiterkreis für den DTB-Pokal und die Weltmeisterschaften gehört, meint, komm Daniela, geh noch mal aufs Podium. Dass sie sich so noch freuen kann über eine 10, das finde ich schön. Die nachher sehen. Situation am Boden, klar. Silibasch 10, Lascenova 9,9, Wilkenlo 9,8 und Mon Aurelia Dörbre, Rumänien.
Keine Gefahr für Daniela. Aurelia hat zwar ihr Bestes gegeben, wird dafür auch mit einem Küsschen belohnt. Aber 1988 ist aus den erwähnten Gründen nicht ihr bestes Jahr. Schnelle Flickflackbahn mit Doppelsalto zum Abschluss. Ja, 88 ist nicht ihr bestes Jahr. Nach dieser schweren Knieverletzung im Frühjahr. Man bangte um ihre Teilnahme bei den Olympischen Spielen. Und die Schlussbahn. Die Doppelschraube. Und Sie sehen, da hatte sie ein bisschen Mühe, leichte Haltungsfehler. Aurelia Dobre bleibt abzuwarten, wie ihre Entwicklung weitergeht. Der noch ein bisschen auf seine Wertung warten muss. Ich muss Ihnen sagen, die Wertung geht aus meiner Sicht in Ordnung. Auch wenn man Aurelia mag, aber es fehlte dieser Übung einfach das gewisse Etwas und auch die akrobatischen Teile waren nicht ganz in Ordnung. Nächste, die Daniela Silivasch noch mit einer 10 gleichkommen könnte. Svetlana Wagenskaya aus der Sowjetunion mit einer eigenwilligen Bodenübung. Also wenn Sie mich fragen, war das auch eine 10. Badischen Teilen mindestens, wenn nicht noch stärker als Daniela Silivasch. Schauen Sie hier. In den gymnastischen, tänzerischen Teilen, im Ausdruck, im Entfalten der Persönlichkeit auf der Turmfläche bleibt das immer eine Geschmackssache. Und der Schluss der Übung, schnelle Bahn, Salto vorwärts, Flickflack und die Doppelschraube. Svetlana Wagenskaya. Es gab übrigens ein Küsschen zwischen Daniela und ihr. Ja? Ja? Warum eigentlich keine 10? Also zwei Kampfrichterinnen der 6 müssen da ausgeschert sein. Und sie hat recht, wenn sie den Kopf schüttelt. Sie hat recht. Ein bisschen Fingerspitzengefühl, ein bisschen Gerechtigkeit müsste bei einem solch unwichtigen Wettkampf, sage ich jetzt mal, wie dem DTB-Pokal, einfach da sein. Es geht hier nicht um Gefahr. Die Entscheidung am Boden wohl doch, nachdem es Svetlana Wagenskaya nicht gelang, die Kampfrichterin davon überzeugen, ihr auch eine 10 zu geben. Letzte am Boden ist nun die Chinesin Luo Feng, die einen hervorragenden Eindruck in diesen Tagen in Stuttgart hinterlassen hat.
schade. Der Aufschrei, der durch die Halle ging, galt ihrem Fuß, der für einen winzigen Bruchteil die 12 mal 12 Meter große Begrenzung der Matte verlassen musste. Da bekommt sie noch ein Zehntelchen Abzug. Aber der tollen Leistung tut das im Grunde keinen Abbruch. Luo Feng hat alle überzeugt, die Fachleute und die 7000. Sie, die wegen einer Knieverletzung nicht bei den Olympischen Spielen teilnehmen konnte. Schauen Sie hier, da ist sie draußen. Schade drum. Hier die Siegerin im Mehrkampf, am Schwebebalken und am Boden links. Die dreifache Goldmedaillengewinnerin Daniela Silivasch mit ihrer Freundin Aurelia Dobre. Und auf dem anderen Stühlchen Luo Feng, die einer Freundin hier entbehren muss. Wer weiß, vielleicht ist die rechts davon auch schon eine geworden. Eine Betreuung sehe. Aber das machen wir nachher. Jetzt gucken wir erstmal auf das Bodenturm der Frauen. Sie sehen Luo Feng, Luo auf Rang 5. Ein Zehntel ging weg. Vorne klarer Sieg für Daniela Silivasch mit der ersten 10.